Naja. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. Und ich bin immer noch am überlegen, was an sich sinnvoller wäre. Meine Stimme ist aber so im Arsch, deswegen werde ich mir sehr oft räuspern. Und vielleicht sogar. Naja, werden wir dann nicht merken. Die Belichtung ist übrigens heute im Arsch, weil die Sonne scheint tatsächlich mal. Glaubt man gar nicht, dass das nochmal passiert. Auf jeden Fall, ich bin immer noch mal im Überlegen, ob ich zu den Magier gehe oder eben zu den Paladine, weil die Magier sind halt Böller, ne? Die Magier haben halt die Magie, die ich haben will, aber die Paladine haben auch Rüstung, die ich haben will. Und sie haben auch Magie, aber ich weiß nicht, ob sie die gleiche Magie haben jetzt wie die Feuermagier. An sich ist es wäre es halt sinnvoller, zu den Magier zu gehen, weil die deutlich mehr haben von dem Scheiß, den ich brauche. Die Rüstung kriege ich vielleicht irgendwo anders mal. Und außerdem sind die so oder so auf der gleichen Seite, so dass die können praktisch zusammen, so dementsprechend wäre es gar nicht so unwahrscheinlich, dass sie als Feuermagier auch an so einer Rüstung dran kommen kann. Umgekehrt weiß ich es nicht. Aber ihr wisst, was ich meine, ja, werden wir dann eh sehen. Wenn ihr die Chance habt, zum Paladin zu werden, geh mal zu den Magiern und schau, was die mir so dran und dann gucken wir mal. So. Ich habe die Lieferung dabei. Ich hoffe, ich kriege was anständiges jetzt. Ja, ich werde sehen, dass ich sie loswerde. Komm morgen wieder. Geil. Genau das habe ich auch. Komm morgen wieder, du Motherfucker. Alter. Das war ein bisschen. Nennen wir es mal unspektakulär. Die Lösung habe ich. Jetzt zu bald dran bringen. Ich hab's aber nicht zu Baltram gebracht, ich muss jetzt erstmal pennen gehen irgendwo. Ey, du hast ja nichts dagegen, wenn ich in deinem Haus schlafe, oder? Scheinbar nicht. Okay. Wie chillt der Dude? Ja, das werden wir noch sehen, ob es viel schlimmer wird. Das weiß ich noch nicht. So, jetzt aber. Bist du die Ware losgeworden? Ja, aber für weniger als ich gedacht habe. Ich habe nur 300 Goldstücke bekommen. Mhm. Davon geht noch ein Teil an meine Auftraggeber und Cardiff bekommt seinen üblichen Teil. Plus das Gold für deine Vermittlung. Bleiben insgesamt noch 240 Goldstücke, die teilen wir, wie wir abgemacht haben. Hier ist dein Anteil. Du hast gute Arbeit geleistet. Das habe ich mal so an meine Auftraggeber weitergegeben. Was allerdings daraus wird, liegt nicht in meiner Hand. Wer sind deine Auftraggeber? Du glaubst doch nicht wirklich, dass ich dir das erzähle, oder? Aber so, das wäre interessant zu wissen. Aber gut, dann halt nicht. Melden die sich wenigstens bei mir oder muss ich jetzt... Okay, ich wollte schon sagen. Die Leute hier, die... So, warte mal, ich hörte noch irgendwas hier im Puff, habe ich auch was zu erledigen gehabt. Lass mich mal durch hier. Nadja. Warte, wie heißt der? Bromor. Gehört dir der Laden? Gehört dir der Laden hier? Ich bin Bromor. Das hier ist mein Haus und das sind meine Mädels. Ich mag meine Mädels. Und wenn du meine Mädels auch magst, dann bezahlst du dafür 50 Goldstücke. Und komm nicht auf die Idee, hier Ärger zu machen. Brauch keine Ärger. Sind deine Mädchen noch vollzählig? Selbstverständlich. Oder glaubst du, ich will wegen sowas im Knast landen? Nee, darum nicht geht's nicht. Ich meine vollzählig. Ist dir mein Mädchen abhanden gekommen? Ach so. Ja. Tatsächlich ist eins meiner Mädchen weg. Lucia ist ihr Name. Ich habe es auch schon der Miliz gemeldet. Aber die behaupten bisher noch keine Spur. Warte, aber wie schreibt man das? Danke fürs Auge folgen. Ja, folgt alles Auge. Brauche ich nicht. Ich hoffe, dass ihr damit kaputt geht.
Ja, es ist Lucina. Ja, aber fast. Fast. Seit wann ist Lucia nicht mehr da? Schon einige Tage. Ein Buchstabe mehr genau, und das wäre eine persönliche Geschichte geworden. Ich gehe davon aus, dass sie mit einem ihrer Freier durchgebrannt ist. Das Miststück hat einen Teil meiner Ersparnisse mitgehen lassen. Es war eine sehr wertvolle goldene Schale. Wenn ich sie zu fassen kriege, kann sie was erleben. Goldene was Schale. Geht dich das eigentlich an? Willst du dich jetzt amüsieren oder was? Ich bin Höchstpolizist in Schwe. Ich will mich nicht amüsieren, ich will Informationen. Du kennst Informationen, oder? Du sagst sie mir doch. Yo, Sonja. Sprich mit Bromor, wenn du Spaß haben willst. Will nicht. Ich will Informationen. Informationen. Hey, ich kann mich jetzt nicht um dich kümmern, Süßer. Sprich mit Bromor, wenn du dich amüsieren willst. Die Olle ist creepy. Ich will dir nur ein paar Fragen stellen über die verschwundenen Leute. Ich könnte dir einiges erzählen, aber nicht hier, Süßer. Dann lass uns nach oben gehen. Gut. Aber vorher regelst du das mit Bromor. Ich will keinen Ärger. Oh Mann, Alter. Sie hat Informationen, aber jetzt muss ich 50... Warte, ich habe ja dir die Goldtaschen ausgeleert. 475. Ihr könnt mir auch die Rüstung kaufen, jetzt wenn ich drüber nachdenke. Die war doch 250, ne? Sollt ihr das aus... Ich habe schon viel mehr für viel weniger ausgegeben. Also an sich ist das nicht kein Thema. Und ich bin immer noch leicht verwirrt, wie genau ich solche Stärkewerte jetzt zusammenkriegen soll. Und ich habe keine Pfeile mehr. Ah, ich muss hier mal ein bisschen aussortieren, ein bisschen mehr. Und wie das darf. Das habe ich früher auch immer gesagt. Ja. Glaube ich gern. Ja, Brummer. Ja, ich will mich zwar nicht amüsieren, aber. Gut. Die nächsten Stunden deines Lebens wirst du so schnell nicht vergessen. Was sagst du? Geh mit Nadja nach oben. Viel Spaß. So. Hey, du. Ja. Das ist auch geil. Heute ist dein Glückstag, Süße. Gehen wir. Oh, Alter. Die Grafikfehler, die sind lecker. Was geht eigentlich mit deiner Figur ab, sag einmal? Das ist ja interessant. Du, das kann biologisch so gar nicht gehen, was ich hier sehe im Bereich Beine. Mein Mann sieht das anders. Ja, ist mir wurscht, was dein Mann sieht. Moment mal. Okay. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Alter, dieser Grafikfehler, das ist ja ekelhaft. Irgendwann musste es ja so. Alter, Junge! Hey, hallo. Hey, was liegt an? Hey, was liegt an? Mann, ich bin beschäftigt. Lass mich in Ruhe. Boah, die Grafikfehler sind so lecker, Alter. Das ist kein Geheimnis. Na, wo ist er denn hin? Und es wird noch viel schlimmer. Ach, gibt 13 mal hier. Kann man hier was klauen? Natürlich nicht. So, Nadja. Er redet einfach zu viel. Erstmal. Jetzt reden? Hier erst oben sind wir ungestört. Und haben einen Schwertfisch. Bromor sieht es nicht gerne, wenn wir während unserer Arbeit mit den Gästen reden, ohne dass es ihm etwas einbringt. Du willst also mehr über die verschwundenen Leute hier am Hafen erfahren? Ja, will ich. Ich weiß nicht, ob ich dir eine große Hilfe sein kann, aber ich kann dir sagen, wohin Lucia verschwunden ist. Bitte. Das ist schon mehr als gar nichts. Erzähl mir von Lucia, wer ist das? Erzähl mir von Lucia. Bitte. Niemand ist hier wirklich traurig darüber, dass sie weg ist. Also sehr beliebt. Warum? Ich glaube, es gibt niemanden hier, den sie nicht versucht hat auszunutzen. Sie war ein echtes Miststück. Das darfst du keinem erzählen. Hat sie aber gerade. Wohin ist sie verschwunden? Sie hat sich öfter mit Elridge, dem Lehrling des Tischlers Torben aus der Unterstadt... Torben! Ich wette mit dir, dass sie mit dem jungen Kerl durchgebrannt ist. Ist wahrscheinlich. Deswegen bin ich eigentlich hier, wegen Torbens Dude hier. Wo könnten die beiden hingegangen sein? Nur wenn, es wenn sie nicht von den Wölfen gefressen wurden, dann schätze ich, sind sie bei den Bauern untergekommen. Oh, bei... Wo sie auch sonst hin? Das Kloster, Junge. Was weißt du sonst noch? Was weißt du sonst noch? Ich habe vieles über verschwundene Leute hier am Hafen gehört. Ja, ich auch. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich den Geschichten Glauben schenken darf. Alter, der Face. Du solltest dich mal mit den Händlern hier unten unterhalten. Hab ich schon. Mehr kann ich dir leider nicht sagen. Ja, das ist... Nun, was ist mit uns beiden, Schätzchen? Immerhin hast du dafür bezahlt. Ich habe Angst vor dem Face. Willst du dich nicht noch ein wenig amüsieren, bevor du wieder gehen musst? Ja, ich komm. Wahrscheinlich klaut du mir jetzt irgendwas.
Es ist wahrscheinlich das erste Mal, dass ich kein Problem damit habe, dass die Aufnahme jetzt aus ist. Die hat rote Haare. Wehe, die hat mir was geklaut. Finde ich gut, dass wir hier runterspringen können. Tschüss. Ich habe so einiges gehört. Er arbeitet auf dem Kanal. So. Einige Probleme liegen. Torben. Bei den Bauern. Sie sind bei den Bauern. Die sind bei den Bauern. Ist auch bei den Bauern im Endeffekt. Der Krug in einem Zug, in irgendeiner Taverne. Dann würde die Flasche Wacholder in Obergatsruhe am liebsten mit einer Flasche Wasser aus vertauschen. Da muss ich zu dieser Taverne. Taverne. Piratenhandel. Ah, stimmt ja. Fischer hat Probleme mit Miliz. Nehmen an, bei der Miliz finden den Infos auf die Paladin hat, der ihm helfen kann. Blanditen, Jackesleuchtturm. Ich glaube, ich hole mir jetzt einfach mal die Rüstung. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. War ich hier hinten eigentlich schon mal? Ich glaube nicht. Wer bist denn du? Bürger. Moin, Eder. Was kochst du da? Meister Eder. Fischsuppe. Sie ist nicht besonders würzig, aber wenigstens heiß. Tu doch mal was du rein. Du kannst gerne einen Teller probieren. Danke. Was kannst du mir über die Stadt sagen? Die meisten Bürger der Stadt haben Angst vor Dieben. Deshalb ist es keine gute Idee, fremde Häuser zu betreten. Aber wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, kannst du gerne in meiner Hütte schlafen. Ich habe noch ein Bett frei. Hast du keine Angst vor Dieben? Das einzig Wertvolle, was ich je besaß, ist mir schon genommen worden. Meine Innos-Statue wurde mir gestohlen. Das habe ich schon immer gesagt. Kannst du mir eine Suppe kochen? Ich koche für alle Leute. Auch für dich, wenn du willst. Du musst mir nur einen Fisch bringen. Kannst du mir eine Suppe kochen? Bring mir eine Fisch. Gut, dass ich meine Fisch. Da ist ein Fisch. Willst du Fisch? Hab ich Fisch. Eine Innos-Statue. Jeden wird hier irgendwas geklaut. In der Stadt mit der Diebesgilde. Naja, unerwartet. Boah, Alter, ist mein Gesicht weiß in der Kamera. In der Cam gerade. Da knurrt was. So, warte mal. Erstens, da ist ein Baumstumpf, warum auch immer. Das ist doch kein Geheimnis. Holy shit, Alter! Das ist mal wieder typisch. Nee, ist nicht. Wirklich? Gibt's hier noch irgendwen, irgendwas Interessantes? Wirklich? Das ist ein Schmied. Also noch einer. Karl. Was führt dich in diese arme Gegend? Was suchst du hier? Koks. Ich seh mich nur mal um. Ich sehe mich nur mal um. Aha. Dann lass dich besser nicht beim Umsehen erwischen. Scheint nämlich so, als hätten wir ein paar Diebe in der Stadt, die den reichen Leuten ihren Krempel klauen. Hm. Die Stadtwache hat letztens das ganze Hafenviertel auf den Kopf gestellt, aber sie haben nichts gefunden. Ja, weil die Diebesgilde voraussichtlich irgendwo im Kanal rumgammelt. Wenn die einen Kanal haben. Weil aktuell sieht es nicht wirklich noch ein Kanalgegend aus hier. Was weißt du über die Diebe? Was weißt du über die Diebe? Sie klauen Sachen. Nichts. Aber alle Bürger haben Angst und sind misstrauisch geworden. Ne? Vor allem Fremden gegenüber. Ja, echt. Lass dich nicht in fremden Häusern erwischen. Darauf ist keiner gut zu sprechen. Ja. Also da unten hinten mit der Suppe. Muss man sich schützen. Wieder mit dem Fisch. Am besten mit einem dicken Knöppel. Oder mit dem Dolch. Kannst du mir was beibringen? Ach, ich schmiede hier ein paar Beschläge und Nägel und repariere Eisenteile. Also du kannst mir im Endeffekt Schmieden aber beibringen. Vom Schmieden von Waffen verstehe ich nicht genug, um dich zu unterrichten. Wenn du das lernen willst, dann geh zu Harad. Der kann Waffen schmieden. Ist ja auch ein Waffenschmied. Wenn du ein bisschen deine Muskeln trainieren willst, dabei kann ich dir helfen. Was willst du fürs Training haben?
50 Goldstücke und ich helfe dir dabei, stärker zu werden. Ja, Stärke brauche ich nicht. Und in erster Linie, Magie, Mann. Was gibt's Neues? Das ist der Standard. Das weiß ich. Brauche ich Orientierung, kenne ich mich aus. Ja, was das kenne ich mich aus, aber ich weiß ungefähr, wo ich bin. Kommen wir jetzt hinter dem Shop raus, wo ihr die Rüstung abgreifen wollte? Nee, aber fast. Das ist nämlich hier. Yo, ich will deine Rüstung. Gib her. Okay, gib mir die Rüstung. Du wirst sie lieben. Hilf mir, bei einem der Meister als Lehrling aufgenommen zu werden. Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich an meinen Teil der Abmachung halten. Die anderen Meister werden von mir nur das Beste über dich zu hören bekommen. Perfekt. Und Rüstung, bitte, danke, gerne. Also alles ist besser. Wow. Das ist... Also stylisch ist das schon mehr so, naja. Wollen wir doch besser als wie die... Wie Dings, die, Wochenklamotten hier oder Hose. Teil seiner Macht in seinem Reiche zu belassen, auf das er sie dem Menschen wiedergebe, falls das Tier zurückkehren sollte. Falls. So. Oh, Alter, diese Grafikscheiße hier, das ist... Ah! Bardock. Ich weiß immer noch nichts über die... Mir kommt gerade so ein Einfall. Der eine Dieb, der ins Hafenbecken gesprungen ist, das lässt mich nicht los. Mich Gedanken weiß. Immerhin bin ich nicht tot. Oh, Gott sei Dank. Ich habe schon Angst gehabt, dass es wieder dieser Scheiß ist. Ah, ich habe gerade einen Heiltrank verwendet. Habe ich dir schon gesagt, dass der Typ aufgehört zu hämmern? Fellan wird nicht mehr hämmern. Hörst du das? Kein Hämmern mehr. Endlich. Ich dachte schon, der Kerl hört nie auf. Damit hast du mir einen großen Gefallen getan. Weißt du was? Ich gebe dir dafür 30 Goldstücke. Danke. Was machen die Schafe? Schafe sein. Mäh. Das wäre leck. Bäh. Bäh. Corinna ist. Ich habe es selbst erlebt. So, warte mal. Hafenbecken, Hafenbecken. Der Typ, der ins Hafenbecken gesprungen ist. Könnte sein, dass er getaucht ist und da ist dann irgendwo ein Eingang zum Kanal. Weil das Kanalsystem, das lässt mich nicht los, wenn ein Diebesgilder ist, der irgendwo im Kanal. Es war immer schon so. Ihr müsst nur wissen, wo ungefähr der reingesprungen ist. Hier wahrscheinlich nicht. Einfach so rechts daneben. Ja. So, See. Alter Schwede. Sehe hier irgendwas. Hier zumindest nicht. Dieser Fisch, was ist denn mit dir?
Frage ist, bin ich auf dem richtigen Riech? Habe den Dings. Alter! Was verursacht diesen Scheiß? Wenn es nicht so gezerrt ist, dann habe ich den Grafikfehler nicht. Jetzt müsst. Aha! Nur ein bisschen offensichtlicher, als ich es eigentlich erwartet habe. Aber aha! So, Jungs. Du willst mich doch verarschen, oder? Lass mich doch rein! Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja, geil. So, warte mal kurz. Und wie genau hat die Wahrheit den Scheiß hier nicht gefunden, als sie das gesucht hat? Man, es ist ja auch der eine Dieb, ne? Der ist hier reingesprungen und ist dann verschwunden. Dann möchte meinen, dass sie versucht haben, ihn zu suchen hier im Hafenbecken. Man meint, dass man dann sowas hier auch irgendwann mal finden würde. Aber nee, scheinbar ja nicht. Ey, das ist ja schon wieder auf so einem Niveau grenzdebil. Das ist auch nur in der Stadt irgendwie, das ist dieser harte Grafikfehler, ne? Es ruckelt ein bisschen beim Hin- und Herdrehen, aber das war halt schon, das war beim alten auch schon. Yo, schon buckelt. Ich habe ein Paket von Baltram für dich. Baltram. Jetzt schickt er schon einen Laufburschen zu mir. Oder die Fresse. Radiosen gestrichen voll, was? Naja. Was will man von so einer Händlerpfeife auch erwarten? Er sagt, er will 3 Flaschen von deinem Rum dafür. Das hätte er wohl gerne. Erst lässt er mich hier ewig warten, kommt nicht einmal persönlich und stellt obendrein nur noch Forderungen. Hier, gib ihm 2 Flaschen, damit soll er zufrieden sein. Rum, 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 de bum, du, 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 du. Hier komme ich immer noch nicht weiter hoch, weil da war ja irgend so ein Scheiß. Halt mal, ich glaub. Doch, wenn ich hier hoch springe, dann komme ich von hier aus in die Stadt rein. Die mir praktisch die Dings. Holy shit, Alter! Und da war wieder die Fallschadensberechnung, ich check's nicht. Ich check es einfach nicht. Dann von hier jetzt auf den Kran. Von hier auf den Boden. Und Feder. Fedder vor allem. Ein Fedder. Was ist denn hier? Ah, stimmt, hier ein Lagerhaus. Aber. Ich bin ein anständiger Bürger. Ich bin doch nicht mal Bürger, aber. Ich kann dem keine Karte einfach so von der Wand reißen, ne? Zu weit entfernt, hast du einen Schaden? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Der gemeinsame Nenner, das scheiß Schlösserknacken. Weißt du was? Komm, ich gehe jetzt zu Konstantino. Hast du so? Es ist nicht Sebastiano, wo er immer her den Namen hat. Ich bin immer noch verwirrt. Wo habe ich diesen scheiß Namen her? Stadtwache. Hier ist es ja ganz schlimm. Da will ich eigentlich gar nicht durchgehen, aber da muss ich durch. Ich muss schon durch. Jetzt dürfte ich nicht mehr One-Hit sein für viele Sachen. Ich war, glaube ich, noch nie One-Hit, aber ist mir. Aha, ist ein Wacholder-Kippen. So schaust du mir aus, du Magier, du. So ein blödes Arschloch. Ich erinnere mich gerade wieder. Das ist der sich mal. Der die freiwillige Spende erzwungen hat. Mit der Zwungmania hat es mir praktisch aus der Tasche gezogen. Nicht nur praktisch, sondern auch wirklich. Aber das Licht war eine Qual. Junge! Ist mir doch wurscht mit. Billy ist mir nicht wurscht. Das ist immer noch mein Dings. Konstantino!
Die haben ja teilweise hier so eine abstrakte Namen. Konstantino, geht das nicht umsonst. Ja, das ist mir klar, ich will Dings. Ich kann ein Stück Kräuter. Kann ich dir Kräuter verkaufen? Wenn du was anzubieten hast. Ja klar, Junge. Zeig mir den Waren. Ich suche nach einer. Ich bin auf der Suche nach einer Stelle als Lehrling. So, und bei wem willst du anfangen? Was glaubst du denn, wenn ich vor dir stehe, einem Meister, und frage, und sage, ich möchte als Lehrling aufgenommen werden? Was glaubst du, bei wem ich dann aufgenommen werden will? Richtig, bei Torben. Nee, bei dir, du Idiot. Ich will bei dir als Lehrling anfangen. Bei mir? Nein. Ich hatte schon einmal das zweifelhafte Vergnügen, mich mit einem Lehrling herumschlagen zu müssen. Ich habe Jahre in seine Ausbildung investiert. Und am Ende hat der arme Narr sich selbst vergiftet. Warum bei einem anderen Meister an. Junge? Nee, tu ich nicht. Was muss ich tun, damit du mich als Lehrling aufnimmst? Du Horquest, komm. Ich will nicht noch einen Dilettanten auf dem Gebiet. Hey, Junge, ich bin Magier. Ich war mal Magier. Es gibt eine Vielzahl von Kräutern, die in den unterschiedlichsten Variationen die unterschiedlichsten Wirkungen... Junge, ich weiß das. Weil ich nie verstehe was. Nicht mal die Hälfte von ihnen. Also ihn hier nicht, ne? Ja, das ist eine Liste der wichtigsten Pflanzen. Bring mir eine Pflanze jeder Art und ich werde nochmal darüber nachdenken, dich als Lehrling aufzunehmen. Ich werde ein Zehner, oder ist ein Kronstöckel drauf? Ich suche Heilung. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Was hast du? Reine Lebensenergie, Rezept. Gittle Kraft. Knochen eines Goblins, ein Flügel. Und Laborwasserflaschen. So, warte mal. Das kann weg. Das kann auch weg. Das bringt's alles nicht. Naja. Halt! Warum will Mixadas nicht als Dings? Warum will der mich nicht ausbilden als Magier? Hat er doch schon mal. Wahrscheinlich will er es deswegen nicht. Pflanzen für Konstantino. Ist natürlich eine Pflanzenliste. Ich habe irgendwo eine Liste. So sprach Adanos zu seinen Brüdern. Ja, das ist mir doch egal, was er spricht. Soll ihr mein Land betreten? Ich mag eine Heilpflanze, Heilkraut, Heilwurzel, Feuernessel, Feuerkraut, Feuerwurzel, Goblinbeeren, Drachenwurzel, Snapperkraut, Feldknöterich und Kronstöckel. Der Götter war mit ihm. Zuriss. Und der Mensch erschlug das Tier. Und es ging ein in Belias Reich. Heilpflanze, Heilkraut, Heilwurzel, Feuernessel, Feuerkraut, Feuerwurzel, Kronstöckel. Adanos aber sah, dass nun und Feldknöterich, Drachenwurzel. Warte mal, habe ich jetzt irgendwas vergessen oder habe ich das schon alles? Seine göttliche Macht. Snapperkraut habe ich nicht. Und wobei Goblinbeeren habe ich glaube ich auch, oder? Nee. Mir fehlen Goblinbeeren und Snapperkraut, den Rest habe ich schon. Oh, wie immer gut vorbereitet. Das glaube ich das aber nicht. Ich habe halt so viel Scheiße. Dass sie jetzt langsam. Vieles davon kann ich halt auf einmal machen. Ich will halt immer noch das mit der Diebesgilde jetzt irgendwann nochmal abschließen. Ich glaube jetzt, ich habe ein paar Sachen, die jetzt mit dem Hof zusammenhängen, mit dem Rebellierenden. Dementsprechend hätte ich jetzt gedacht, dass man nächstes Mal einfach mal dahin geht. Warum auch nicht? Langsam aber sicher rennen. Hier mal in der Sackgasse. Deswegen, ja, machen wir das.